Jeanette Hofmann beobachtet das Internet. Am Wissenschaftszentrum Berlin forscht die Politologin darüber, wie sich die politischen Machtverhältnisse im Netz verändern. Eine Entwicklung beunruhigt sie dabei besonders. Heute haben einzelne Unternehmen die Möglichkeit, die Macht, die sie entwickelt haben, die Marktanteile, die sie besitzen, in einer Weise für sich zu nutzen, dass sie für andere unter Umständen schädlich ist. Beim Streit um die Netzneutralität kann man das gut beobachten. Bisher übertragen alle Internetprovider alle Daten mit gleicher Priorität, unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem Inhalt oder ihrem Ziel. Egal, ob ein Nutzer bei der Deutschen Telekom, bei Kabel Deutschland oder einem anderen Provider ist. Egal, ob es die Daten eines großen Videoportals sind oder eines kleinen Hobbyprojekts. Kein Datenpaket wird bevorzugt, keines benachteiligt. Geht es nach einigen Internetprovidern, allen voran die Deutsche Telekom, soll sich das nun ändern. Die Telekom will die Internet-Flatrate in der jetzigen Form abschaffen. Jeder Kunde soll in Zukunft pro Monat über ein begrenztes Datenvolumen verfügen. Wenn das verbraucht ist, soll die Übertragungsgeschwindigkeit stark gedrosselt werden. Aber diese Datenbremse soll nicht für alle Unternehmen gelten. Wer mit der Telekom einen Vertrag schließt, dessen Dienste sollen auch dann noch ungedrosselt beim Kunden ankommen, wenn dessen Netz bereits verlangsamt ist. Dafür würde die Telekom eine Gebühr vom Anbieter kassieren. Alexander Berei vom Berliner Musikstreamingdienst Simfy will keine extra Gebühr bezahlen müssen, damit seine Kunden weiter wie gewohnt Musik übers Internet hören können. Aber er hat noch vor etwas anderem Angst. Würde die Telekom nur exklusiv mit einem einzigen Musikstreaming-Anbieter so einen Vertrag abschließen, wie sie es bereits im Mobilfunkbereich tut, wäre sein Unternehmen stark benachteiligt. Für den Kunden, der bei der Telekom ist, aber einen anderen Streaming-Anbieter hören möchte, sei es jetzt eine Soundcloud, seien es wir, seien es YouTube-Videos, für den ist es nicht cool. Ihm bleibt nicht die Wahl überlassen, sich auf einem freien Markt frei zu bewegen. Das könnte sein Unternehmen die Existenz kosten. Die Telekom rechtfertigt ihre Pläne damit, dass sie mehr finanzielle Mittel für Investitionen brauche. Angeblich würden schon heute die Übertragungskapazitäten knapp, meint Telekom-Sprecher Philipp Blank. Abends zum Beispiel, wenn viele Nutzer Videos auf YouTube ansehen wollen. Gerade solche Dienste rund um die Uhr zu einer gesicherten Qualität anbieten zu können, dafür gibt es eine Nachfrage sowohl von Kundenseite als auch von Dienstanbieterseite. Und die wollen wir befriedigen. Fachleute bezweifeln, dass die Übertragungskapazitäten im Internet so knapp sind, wie die Telekom behauptet. Und Kritiker warnen davor, dass die Kosten für solche Vereinbarungen vor allem die Kunden zahlen werden. Eigentlich wäre es die Aufgabe des Gesetzgebers, hier für Klarheit zu sorgen, meint Jeanette Hofmann. Das ist das, was Ordnungspolitik klassischerweise macht. Es definiert, was innerhalb des Marktes erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Eine gesetzlich festgeschriebene Netzneutralität gibt es in Deutschland nicht. Anders dagegen in Slowenien und den Niederlanden. Hier soll ein Gesetz verhindern, dass ein Internetprovider seine Machtposition als Datenzusteller missbrauchen kann. Das wirke sich positiv auf die Internetwirtschaft aus, wie eine Studie im Auftrag des niederländischen Wirtschaftsministeriums herausgefunden haben will. Alle Marktteilnehmer hatten die gleichen Chancen. Davon profitierten die Netznutzer. Die Europäische Kommission beeindrucken solche Erkenntnisse nicht. Ihr aktueller Verordnungsentwurf soll es Internetprovidern erlauben, ausgewählte Dienste zu bevorzugen. Auch deutsche Gerichte geben sich zaghaft. Zwar verbot das Landgericht Köln der Telekom vorerst, ihre Drosselpläne umzusetzen, allerdings ging es dem Gericht primär um den Begriff Flatrate, der bei gedrosselten Tarifen irreführend sei. Gegen eine Bevorzugung einzelner Anbieter sagte das Gericht hingegen nichts. Das ist Verbraucherschützern wie Kerstin Fiedler viel zu wenig. Die Wahl sollen immer die Kunden selbst treffen können. Und es sollte einfach nicht den Telekommunikationsunternehmen überlassen werden, welche Dienste wir jetzt schneller haben können oder nicht. Im Streit um die Netzneutralität steht viel auf dem Spiel. Die Frage lautet: Ist das Internet vor allem ein Wirtschaftsraum, in dem bestimmte Unternehmen möglichst viel Geld verdienen können? Oder ist es nicht vielmehr ein öffentlicher Raum, in dem alle die gleichen Chancen haben sollten? Diese grundlegende Entscheidung kann letztlich nur der Gesetzgeber fällen.